Hallo, Herr Ulrich. Hallo. Im Aufzug schon mal was Ungewöhnliches erlebt? Ja, ist schon mal stecken geblieben. Was ist für die Grünen das wichtigste politische Thema im Saarland? A, den Sparkurs in der Bildung zu beenden und B, das saarländische Trinkwasser zu schützen, sprich den Grubenwasseranstieg zu begrenzen. Warum gerade der Stopp bei der Bildung? Weil die Große Koalition im Bildungsbereich massiv spart, insbesondere bei den Hochschulen. Wir Grüne wollen, dass dieser Sparkurs beendet wird. Als wir mitregiert haben, haben wir das schon einmal selbst durchgesetzt. Da wollen wir wieder hin. Eine konkrete Maßnahme, damit es im Saarland sozial gerechter zugeht? Der soziale Wohnungsbau muss einfach dringend besser ausgebaut werden. Wir haben de facto seit 10, 15 Jahren keinen sozialen Wohnungsbau mehr im Saarland. Die Große Koalition hat das völlig verschlafen. Das wollen wir zurückdrehen. Ihre Idee, damit es im Saarland mehr Jobs gibt? Eine bessere Bildungspolitik und vor allen Dingen eine bessere Gründerpolitik. Auch hier hängt die GroKo durch. Gründerinitiativen im Saarland, da sind wir leider Schlusslicht. Wie wollen Sie verhindern, dass junge Leute nach der Ausbildung das Saarland verlassen? Indem wir eben hier gute Arbeitsangebote machen. Da sind wir wieder bei der Gründerkultur. Dort muss dringend was gemacht werden, um eben gute, attraktive Jobs hier im Saarland zu halten. 8 oder 9 Jahre Gymnasium? 9 Jahre. Samstagmorgen, 9 Uhr, Ihr Telefon klingelt. Wer ist dran? Meine Frau. Was will sie? Ob wir frühstücken gehen, fragt sie. Was mögen Sie an sich selbst? Weitere Frage. Was mögen Sie an sich selbst gar nicht? Eine schwierige Frage, kann ich selbst schlecht beurteilen. Also was mag ich an mir selbst? Komische Frage. Ihr Lieblingsplatz im Saarland? Meine Stammkneipe. Warum gerade die? Weil sie mir gut gefällt. Ihr Lieblingstitel im Radio? Boah, kann ich keinen so nennen. Die variieren, es kommt immer auf den aktuellen Hit an, dann gibt es immer einen Lieblingstitel und irgendwann gibt es einen neuen Lieblingstitel. Was machen Sie, wenn es mit dem Landtagseinzug nicht klappt? Dann werde ich wieder meinen Beruf arbeiten. Ich bin Ingenieur, mache mir da keine Sorgen. Am Morgen nach der Wahl, Ihr Gesichtsausdruck? Das wird ein Lächeln da sein.